Heute habe ich ein Rätsel für euch. Anhand der Gene müsst ihr erraten, wer der Vater von unserem Baby ist. Die Regeln sind einfach. Unser Sieben Techtelmechtel mit drei verschiedenen Männern wird dann schwanger und wir haben natürlich keine Ahnung, wer der Vater ist. Am Ende wird das Rätsel aufgelöst, aber davor schreibt ihr eure Vermutung in die Kommentare und ich bin schon so gespannt, wer richtig liegt. Unsere Hauptperson heute ist niemand geringerer als die legendäre Bella Grusel. Und nun kommen wir zu den potenziellen Vätern. Unser erster Kandidat ist reich, wäre gern reicher, aber hat irgendwie trotzdem keinen Job. Eric Lewis. Mann Nummer 2 macht sich um Geld schon lange keine Sorgen mehr. Er hat alles. Joffrey Landgraf. Und Nummer 3 ist der, in den ihr alle verliebt seid. Ich weiß es genau. Kiyoshi Ito. Übrigens ist er in diesem Spielstand natürlich schon ein junger Erwachsener, sonst wäre das creepy. Damit wir alle im Voraus nicht schon wissen, wer der Vater ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bella schwanger wird, bei 30%. Außerdem werden wir mit allen Männern zweimal techtelmechteln. Und schon lernt sie den ersten Mann kennen. Hier haben wir Bella und Eric Lewis. Scheinen sich schon ganz gut zu verstehen, deshalb wird sie ihn jetzt einfach mal anflirten. Und sie küssen sich. Ja, ich weiß, bei unseren Genexperimenten geht das alles immer ein wenig schnell. Und auch der nächste Schritt ging sehr schnell. Sie haben ihr erstes Techtelmechtel. Und weil wir keine Zeit zu verlieren haben, lernt Bella jetzt gleich Joffrey kennen. Und jetzt schreibt ihr Mortimer, er findet es cool, dass sie sich mit Eric Lewis angefreundet hat. Ich weiß ja nicht, ob das ihr Ehemann so cool finden sollte. Außer natürlich, sie haben eine offene Ehe. Könnte natürlich auch sein. Und mit Joffrey versteht sie sich auch schon ziemlich gut, deshalb wird sie jetzt gleich mal einen mutigen Anmachspruch versuchen. Und es klappt. Und nun ist er sehr kokett. Dann machen wir am besten gleich mal weiter. Bella ist on fire. Die beiden verschwinden gerade in die Dusche. Und nun muss Bella natürlich auch noch Kiyoshi kennenlernen. Und wo geht das besser als während einer Schachpartie? Ihr habt genug Schach gespielt, ihr könnt jetzt gleich mal flirten. Kiyoshi ist ein romantischer Sim, deshalb nimmt er das nicht gleich an. Kiyoshi, was ist mit dir? Dann müssen die beiden sich wohl noch ein bisschen besser kennenlernen. Und endlich küssen sich die beiden. Das hat jetzt echt gedauert. Und nun haben auch die beiden ein Techtelmechtel miteinander. Und danach gleich noch einmal. Wir gehen jetzt nochmal alle Männer durch, aber in der umgekehrten Reihenfolge. Das bedeutet, nach Kiyoshi kommt jetzt nochmal Joffrey dran. Plötzlich steht Kiyoshi direkt davor, aber irgendwie kümmert es ihn gar nicht und er spricht mit sich selbst. Und zum Abschluss gehen wir nochmal zurück zu Eric. Und nun haben wir das letzte Techtelmechtel für heute. Vermutlich zumindest, falls Bella schwanger ist. Und sie ist... schwanger! Ein Baby ist unterwegs. Wer ist das andere Elternteil? Bella hat kürzlich mit mehreren möglichen Vätern ein Techtelmechtel gehabt und ist sich nicht sicher, welcher mit dem Kind verwandt ist. Seit wann gibt's denn das? Und Bella ist in den Wehen. Wir bekommen gleich unser Baby. Es ist ein Mädchen. Wir nennen es 1, 2, 3 Alondra. Und die kleine Alondra hat gleich Geburtstag. Und sie ist gefühlsstark. Einfach toll. Oh, wie süß sieht sie denn aus? Jetzt kann man natürlich noch nicht sonderlich viel sagen. Alondra hat zwar schwarze Haare, gleich wie Eric und Kiyoshi. Aber andererseits hat Bella auch schwarze Haare, also vielleicht haben sich auch einfach ihre Gene durchgesetzt und das Baby ist in Wirklichkeit von Joffrey. Schauen wir uns das Mädchen am besten mal als Kleinkind an. Und hier sehen wir nun Alondra als Kleinkind. Ich habe ehrlich gesagt noch immer keine Ahnung, ein wenig tendiere ich zu Eric Lewis, aber wie gesagt, möglicherweise haben sich einfach Bellas Gene richtig gut durchgesetzt. Aber schauen wir mal, wie es im Kindesalter aussieht. Das ist so schwer. Sie sieht halt einfach aus wie ein Mini-Me von Bella. Falls du schon einen Verdacht hast, wer ihr Vater sein sollte, vergiss auf keinen Fall, das zu kommentieren. Ich bin zuversichtlich, dass wir eindeutig sehen, wer der Vater ist, sobald sie eine Teenagerin ist. Spätestens jetzt ist alles klar. Das sind eindeutig Erics Lippen. Aber Moment... die Nase erinnert mich sehr an Kiyoshi. Und alles andere sieht definitiv aus wie Bella. Und nun kommen wir zum Ergebnis. Der Vater ist... halt! Das sage ich euch nicht in diesem Video. Das Ergebnis findest du hier unten im angepinnten Kommentar.
Und vergiss nicht, mir deinen Verdacht dazulassen.